Willkommen hier bei Electric Drive, dem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Magazin. Und wir gucken uns heute den neuen Opel Grandland GSE an. Wenn ihr euch für den Astra interessiert, dann könnt ihr mal hier oben klicken. Da hat Jens höchst selbst schon die Vorstellung übernommen. Apropos Jens, der gibt euch jetzt mal die technischen Daten zum Grandland GSE. Und bitte. Und damit natürlich auch liebe Grüße aus dem Backoffice vom Electric Drive Schnittplatz. Hey, ein neues Gesicht auf unserem Kanal, bevor wir nun gleich in die Materie einsteigen. Und ja, es ist schon wieder ein Plug-in-Hybrid. Der nächste reine Elektro-SUV kommt bestimmt. Stell dich doch erst einmal kurz vor. Wer bist du und woher könnte man dich kennen? Und das mache ich doch glatt. Ich bin Eckart, ihr kennt mich normalerweise von Ausfahrt TV und Asphaltart. Und ich darf heute den Opel Grandland GSE für euch fahren. Genauso sieht's aus. Eckart und Jan von Ausfahrt TV und Asphaltart wird man ab sofort häufiger hier auch auf unserem Kanal sehen und darüber freuen wir uns ganz besonders. Doch nun erst einmal, wie von uns gewöhnt, Fakten, Fakten, Fakten. Und seit neuestem gibt's ja auch Sprungmarken. Ihr könnt euch also ganz genau auswählen, was euch besonders interessiert. Ich bin der Jens und ihr seid hier richtig auf Electric Drive. Los geht's! Der neue Opel Grandland GSE feierte seine Weltpremiere vor einigen Wochen auf dem Brüsseler Autosalon. Wer das Astra GSE Video, hier oben verlinkt, noch nicht gesehen hat, der sollte das nun nachholen, aber wir klären natürlich auch hier auf. GSE steht für Grand Sport Electric und die GSE Modelle sind die Top-of-the-Line-Produkte der jeweiligen Baureihe. Quasi das Sahnehäubchen, die Kirsche auf der Torte, die sportliche Speerspitze, das sportliche Sondermodell, der legitime und elektrifizierte GSI-Nachfolger. Über die sportlich kalibrierte Lenkung und das Fahrwerk wird Eckart uns im Fahreindruck eine ganze Menge erzählen. Dieses elektrifizierte SUV verfügt über einen elektrischen Allradantrieb, kann geladen werden und wenn man das tut, dann kann man a. lokal emissionslos unterwegs sein und b. Sprit sparen. Zu den genauen Werten kommen wir gleich noch. Doch vorher sprechen wir über das Design. Wie auch schon beim Opel Astra GSE verfügt der Grandland über spezifische GSE-Stoßstangen bzw. Front- und Heckverkleidung, den 19 Zoll Felgen vom Typ Monster und dem Heckdiffusor. Ein GSE-Schriftzug am Heck lässt keinen Zweifel daran, hier fährt man das Topmodell. Der Opel Grandland GSE ist 4,47 Meter lang inklusive Außenspiegel, 2,10 Meter breit und 1,60 Meter hoch. Der Radstand misst 2,68 Meter und der Wendekreis wird mit 10,7 Meter angegeben. Doch was finden wir unter der Haube? Opel selbst spricht vom Top-of-the-Line Plug-in-Hybrid. Wir haben einen 1,6 Liter Turbobenziner, zwei Elektromotoren, eine 8-Stufen-Automatik und einen elektrischen Allradantrieb. Die Systemleistung wird mit bis zu 221 kW, also 300 PS und 520 Newtonmeter Drehmoment angegeben. Der zwangsbeatmete 1,6 Liter Verbrenner leistet bis zu 147 kW, umgerechnet 200 PS. Der Elektromotor an der Vorderachse liefert bis zu 81,2 kW, das wären umgerechnet 110 Pferdestärken und der Elektromotor an der Hinterachse steuert sogar 83 kW, also 113 PS hinzu. Da man diese drei Werte nicht alle summieren und addieren kann, kommen wir also auf eine Systemleistung von 221 kW, also 300 Pferdestärken. Der Kraftstoffverbrauch gemäß WLTP, sprich für die ersten 100 Kilometer, sofern der Akku vorher komplett geladen wurde und auch während der Fahrt wieder rekuperieren kann, wird mit 1,2 Liter auf 100 Kilometer angegeben. Innerstädtisch soll der Grandland GSE bis zu 81 Kilometer schaffen. Im WLTP-Zyklus sind es 63 Kilometer. Mehr als ausreichend für die meisten Pendlerstrecken. Ist der Akku geladen, dann steht im Sportmodus auch die volle Leistung zur Verfügung. Dann beschleunigt der Grandland GSE innerhalb von 6,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die rein elektrische Höchstgeschwindigkeit ist bei 135 Stundenkilometer erreicht. Durch den Verbrenner geht es aber weiter bis zu Tempo 235. AGR-zertifizierte exklusive GSE Performance-Sitze in Alcantara-Ausstattung für Fahrer und Beifahrer, eine Winterausstattung mit Sitzheizung und beheizbarer Windschutzscheibe, wo ich persönlich immer die Drähte sehe, ich habe halt doofe Augen, ein Apple CarPlay und Android Auto kompatibles Multimedia Navi Pro mit 10 Zoll Farbtouchscreen und 12 Zoll Fahrer-Infodisplay, sowie ein Technologiepaket mit schlüssellosen Schließ- und Startsystem, also auch Keyless Open Start genannt, sowie elektrischer Heckklappe. Eckart greift gleich zum beheizbaren Lederlenkrad, denn er hat heute einen ausführlichen ersten Fahreindruck für uns, doch vorher sprechen wir noch mal ganz kurz über die Assistenzsysteme. In Sachen Sicherheit und Annehmlichkeiten macht Opel keine Kompromisse. Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung, aktiver Spurhalteassistent, eine Müdigkeitserkennung, eine Verkehrsschildererkennung, ein automatischer Geschwindigkeitsassistent mit Stoppfunktion, ein toter Winkelwarner, ein Parkpilot für Front und Heck sowie ein automatischer Parkassistent inklusive Rückfahrkamera stehen hier zur Verfügung.
Bevor wir gleich zu Eckart ins Fahrzeug springen, noch schnell zwei, drei Hinweise zum Ladeabteil. Der Kofferraum fasst 390 bis 1528 Liter. Die Ladekante 86,6 cm hoch. Leer bringt der GSE 1867 Kilogramm auf die Waage. Übrigens inklusive einem Fahrer mit dem Gewicht von Eckart, also umgerechnet ungefähr 75 Kilogramm. Die Zuladung liegt bei 494 Kilogramm, die Dachlast bei beachtlichen 85 Kilogramm. Dafür steht nur eine Stützlast von 70 Kilogramm zur Verfügung. Da müssen die Akkus der Elektroräder gegebenenfalls in den Kofferraum. Die Anhängelast ungebremst liegt bei 750 Kilogramm, gebremst bei 1250 Kilogramm. Hier lässt der GSE also federn. Aber nun geht es wirklich zurück zu unserem Eckart. Wahnsinn, was Jens da immer alles an Fakten zusammenträgt. Mal eine Frage an euch. Interessiert euch das eigentlich alles? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Hier kommt jetzt der Fahreindruck. GSE, das steht für Grand Sport Electric und ja, ich habe hier 300 PS und 520 Newtonmeter und wenn ich hier einfach mal Kickdown gebe im Sportmodus, dann geht hier auch wirklich ordentlich was vorwärts. Das war jetzt mal so ein Sprung von 70 auf 110 hier auf der spanischen Autobahn und das macht auch Spaß, aber dadurch wird so ein Grandland trotzdem nicht zu einem Sportwagen. Das finde ich aber überhaupt nicht schlimm. Denn Opel sagt hier, nein, wir nennen das Ding zwar Grand Sport Electric, aber wir wollen, dass das Auto trotzdem eher auf der komfortableren GT-Seite zu Hause ist. Und das finde ich gut. Hier wird der Hybrid einerseits genutzt, um effizient unterwegs zu sein und andererseits, um so ein doch eher großes Auto dann so ein bisschen spritziger wirken zu lassen. Und dadurch ist auch der Verbrauch bei 300 PS und 520 Newtonmeter okay. Die letzten zwei Tage hat sich das bei uns hier immer so um die 5-6 Liter eingependelt. Aber der Grandland, der kann nicht nur Energie rausdrücken, sondern auch wieder reinladen. Jens, hättest du für uns einmal bitte Akku und Ladedaten? Selbstverständlich kann ich das. Wir haben hier eine Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 14,2 Kilowattstunden. An einer klassischen Haushaltssteckdose dauert der Ladevorgang ca. 7 Stunden und 30 Minuten, sprich das Fahrzeug ist über Nacht wieder voll geladen. An einer öffentlichen Ladesäule oder aber, und aufgepasst, an einer 22 kW Wallbox könnte, sofern man den optionalen 7,4 kW Onboard-Charger gewählt und auch bezahlt hat, der Ladevorgang nach knapp 2 Stunden absolviert sein. Zur Serienausstattung gehört der einphasige 3,7 kW Onboard-Charger. Für einen Aufpreis von 500 Euro bekommt man aktuell das Lade-Upgrade auf immerhin 7,4 kW und 32 Ampere, aber halt leider weiterhin einphasig. Daher benötigt man die 22 kW Ladesäule bzw. Wallbox für die volle Ladeleistung. Das Kabel für die normale Haushaltssteckdose, was wir übrigens nicht empfehlen würden, gehört übrigens zum Lieferumfang. Ein Typ 2 Ladekabel muss man ebenfalls getrennt ordern. Dieses schlägt mit 250 Euro zu Buche. Für diejenigen, die zum Beispiel bei der Arbeit eine Ladesäule ohne festmontiertes Ladekabel haben, ein Pflichtkauf. Denn so ein Plug-in-Hybrid kann nur Sprit sparen, wenn er auch häufig geladen wird. Geladen wird übrigens auch durch die Rekuperation. Vielen Dank, Jens. Das sind nämlich ziemlich viele Daten und Fakten. Und das beim Fahren richtig wiederzugeben, ist gar nicht so einfach. Zurück nochmal zum Kompromiss aus Komfort und Sportlichkeit. In der Regel muss ich mich entscheiden, soll ein Auto sportlich sein oder soll ein Auto komfortabel sein? Und Opel hat gesagt, why not both? Und sie haben sich hier mit Kony zusammengetan und ein FSD-Fahrwerk in den Grandland GSE eingebaut. Das gibt es so auch nur für den GSE. Was heißt FSD? Das bedeutet Frequency Selective Damping. Es ist nur ein sehr komplizierter Ausdruck für ein adaptives Fahrwerk. Das bedeutet, in den Ölbereichen der Dämpfer sind Ventile drin und das Fahrwerk kann feststellen, in welcher Frequenz werden diese Dämpfer angeregt. Also sind das ganz viele schnelle Schläge, dann können die auf weich stellen, also auf Komfort, und der Grandland gleitet da drüber. Oder sind hier kaum Schläge in der Straße und ich will schnell und straff über den Asphalt gleiten, dann gehen diese Ventile in den Dämpfern wieder zu und die Dämpfer werden wieder härter. Das bedeutet, das Fahrwerk ist anpassbar und schafft so einen schönen Kompromiss aus Komfort und Sportlichkeit. Wie gut das jetzt im Gegensatz zum normalen Grandland ist, kann ich nicht beurteilen. Ich kann aber so viel sagen, das Fahrwerk fühlt sich sehr, sehr gut an. Was auch zur Sportlichkeit beiträgt, das ist die neue, etwas straffere Lenkung hier im GSE, die auch abhängt davon, in welchem Fahrmodus ich unterwegs bin, nämlich entweder in Electric, Hybrid oder in Sport. Die hat eine 9% schnellere Lenkreaktion. Das heißt auf Deutsch für den normalen Autofahrer, wenn ich jetzt hier zum Beispiel blinke und abfahre und hier mal so ein bisschen direkter reinlenke, habe ich ein direkteres Lenkgefühl und eine etwas direktere Lenkübersetzung. Aber Sportlichkeit und Performance, das ist nicht alles. Insbesondere in so einem Grandland
der muss andere Qualitäten haben, nämlich Geräuschkomfort, Übersicht. Der wird wahrscheinlich oft im städtischen Raum bewegt. Und warum kaufe ich mir so ein SUV? Na klar, ich will ein bisschen höher sitzen, ich möchte schön rausgucken können. Und das macht der Grandland SUV typisch wirklich gut, egal ob nach vorne oder zu den Seiten oder nach hinten, trotz relativ kleiner Heckscheibe. Ich habe überall hin eine gute Übersicht und auch der Geräuschkomfort ist wirklich angenehm. Auch bei 120 hier auf der spanischen Autobahn habe ich den Eindruck, dass ich noch ganz entspannt telefonieren kann und dafür nicht langsamer werden muss. Richtig gut gefallen mir auch die GSE Sportsitze. Die sehen nicht nur sehr gut aus, sondern sind auch wirklich sehr bequem. Ich habe ausreichend Seitenhalt, nicht zu viel. Die Sitze engen mich nicht ein. Ich kann richtig gut sitzen. Die sind absolut langstreckentauglich. Und da macht der Grandland was. Das macht der Astra, finde ich, nicht so gut. Ich habe eine verstellbare Kopfstütze. Die gibt es im Astra nämlich nicht. Da ist sie fest. Bevor wir ins Fazit springen, gibt es von Jens jetzt nochmal die Preise. Und bitte. Ja, danke. Die Preise. Was soll ich euch sagen? Die sind nicht nur gesalzen, sondern schon echt gepfeffert. Der normale Grandland Hybrid startet ab 45.700 Euro, der GS ab 46.200 Euro und für den GSE verlangt Opel mindestens 57.600 Euro. Dafür bekommt man dann den elektrischen Allradantrieb, die Kraft der 300 Pferde und die beiden Elektromotoren, die im Zusammenspiel mit dem 1,6 Liter Benziner das S in SUV hier noch einmal unterstreichen. Jetzt aber schnell zurück zu unserem Eckart zum Fazit. Was sagt er zum Opel Grandland GSE? Liebe Grüße aus dem Backoffice, euer Jens. Ist das jetzt hier Grand Sport? Für mich nicht unbedingt, sondern eher Grand Tour, finde ich aber gar nicht schlimm. Mit seinen 300 PS macht der Grandland GSE nämlich trotzdem Spaß bei jedem Sprint an der Ampel oder beim Überholvorgang oder wenn man einfach mal die Leistung spüren will, denn davon hat er genug. Wie seht ihr das? Schreibt uns das super gerne in die Kommentare und wenn euch das Thema Elektromobilität interessiert, solltet ihr unbedingt Electric Drive abonnieren, denn hier gibt es nicht nur regelmäßig Fahrzeugvorstellungen, sondern auch immer die neuesten News von Jens.